Ja, und von, ich mach's einfach mal so, die Leute, die hier nichts gewinnen dürfen, weil sie Verpflichtungen eingegangen sind vor Jahren, was sie sich vielleicht hätten besser überlegen sollen. Zum einen ist das zurück aus Holland der gute Sputti dort oben in der Mitte. Nabend. Dann haben wir da rechts im nicht bewegten Bild, der spontan heute eingestiegen ist und hoffentlich sein Mikrofon gefixt hat, bis ich fertig bin mit der Vorstellung. Eglis? Okay, anscheinend nein. Und dann haben wir in den oberen Ecken zwei User disconnected from Kandidaten, your die channel. sich dem Quiz stellen wollen. Einmal aus, keine Ahnung wo. Oben links Kojima, User herzlich joined your willkommen, schön, dass channel. du da bist. Guten Tag. Und dann einmal oben rechts, auch schön, dass du da bist, der liebe Ori. Guten Tag. Und jetzt wieder mit funktionierendem Mikrofon, der Aglis. Nein. Okay. Ja, das passiert. Das bei ihm leider sehr oft. Und jetzt muss ich einmal kurz schauen. Man hört mich im Stream. Hört Was? dich? Keine Ja. Ahnung. Ja. Das Ja, soll, ich höre glaube dich. ich, so sein, ja. Irgendwann sollte das Oh, eigentlich niemand, das kein umspringen. Bild ist. Es dauert noch. Wir sind Ja, gerade in ja. unserem Smalltalk. Genau, also wir jetzt springt's um. Was viele nicht wissen, es gibt bei Twitch die Möglichkeit, dass man den Stream verzögert. Das machen wir aus guten Gründen, denn wir wollen euch ja ein bisschen Zeit lassen, mitzuraten. Und eigentlich wollen wir uns nur Zeit lassen, dass wir vom Chat nicht gespoilert werden. Generell gilt aber, wie bei allen Quizzes, das Gentleman's Agreement. Man schaut nicht in den Stream-Chat, um sich eventuelle Lösungen zu besorgen. Ja, ich weiß nicht, ob Aglis immer noch am Fixen ist. Ich denke ja. Oh Mann, Okay, ey. interessant. Dann nutze ich die Zeit einfach schon mal, um hier ein bisschen durchzugehen, was heute hier so passieren wird. Denn im Vergleich zum letzten Mal hat sich einiges getan. Da kann man auch schon mal sagen, dass da die liebe Kati und Moni sehr gut zugearbeitet haben. Ich glaube, Du Matze wolltest auch. sagen, dass sie schuld sind. Sie Sei doch sind schuld ehrlich. an allem. Ja, genau. Ich bin in der angenehmen Position, ich kann mich hier zurücklehnen und sagen, sie war's, sie war's. Er war's, er war's. Kommen wir zu den Preisen, die die Kandidaten heute Abend gewinnen können. Einmal für den dritten Platz wären das nämlich 100 Gold in Gold. In Der Gold. zweite Platz steigt schon ein bisschen höher. Das wäre nämlich einmal auch ein Goldpreis, allerdings 250 Gold in Gold. In Guild Wars 2 Ingame-Währung, nicht in RL-Material. So viel Oh, Geld haben 200 wir dann doch Kilogramm nicht. Gold. Das wäre Und geil. der glückliche Gewinner kriegt 2000 Edelsteine. Und dazu die Sonderregel: sollte Sputti gewinnen oder Aglis, wobei Aglis nicht sprechen kann, deswegen ist die Chance relativ gering, dass er irgendwas richtig hat. Dann werden die Gems an euch verlost, an euch lieben Zuschauer da draußen auf twitch.tv/guildnews. Und wie ich schon angedeutet habe, es hat sich ein bisschen was auch an den Regeln getan. Und die werde ich euch jetzt einfach mal vorstellen. Aglis, kannst du hören? Oh, du Ja, kannst auch nochmal gerne reden. wieder. Wow. Sag mal irgendwie mehr als ja. Putti? Ah, das. Gut, Okay, danke. ja, das waren vier Buchstaben mehr. Also, kommen wir zu den Regeln. Gespielt wird ein Quiz mit 30 Fragen und an diese 30 Fragen schließt sich dann eine Finalrunde an. Wichtig ist, die Fragen werden durch das Reinrufen, also wer die Frage beantworten darf, wird geklärt mit dem Hereinrufen des eigenen Namens. Wer zuerst den Namen reinruft und ganz wichtig, wer dann von mir das Zugeständnis bekommt, dass die Person auch die erste Person ist, die darf die Frage beantworten als erstes. Und ist die Frage falsch beantwortet, verfällt sie. Würde ich einfach mal so sagen. Das heißt, es kann dann nicht der nächste antworten, wie das auch schon in der vorherigen Version war.
Das Schöne ist, ich entscheide quasi, wenn es nicht hundertprozentig klar ist, wer seinen Namen reingerufen hat. Und ich würde sagen, das ist in favor der Leute, die hier gewinnen dürfen. Danke. Eine Besonderheit ist das angesprochene Finale. Im Finale können nämlich die erspielten Punkte gesetzt werden. Und da ist es dann ein bisschen, man muss ein bisschen spielen. Setzt man alle Punkte und riskiert auf Null zu fallen, setzt man nur die Hälfte und ist vielleicht ein sicherer dritter Platz. Das weiß man nicht so ganz genau. Auf jeden Fall können die Punkte dann um die gesetzten Punkte erhöht werden oder man verliert halt besagte Punkte. Das heißt, da ist Taktik angesagt. Die Spielkonditionen wurden ein bisschen modifiziert, damit Alex sich nicht in seiner Komfortzone niederlassen kann, wo er doch relativ viele Quizzes gewonnen hat. Und zwar findet das Spiel jetzt in einem Spielfeld statt mit sechs Kategorien, fünf Fragen. Die Fragen sind in ihrer Wertigkeit von 100 über 200, 300, 400, 500 Punkte gelistet. Das Besondere dabei ist, wir werden zufällig bestimmen, welche Person die erste Fragekategorie aussuchen darf. Und es muss am Anfang eine 100er-Frage sein. Bedeutet dann, nehmen wir zum Beispiel die Kategorie Kaffeemaschine 100 und Gemüsehobel 100. Dann wird Gemüsehobel 100 beantwortet. Die nächste Person, die dann eine Frage sich aussuchen darf, darf dann entweder Kaffeemaschine 100 nehmen oder aber Gemüsehobel 200. Also es wird quasi von unten nach oben, beziehungsweise von oben nach unten, niedriger Wertigkeit zur hohen Wertigkeit der Punkte aufgearbeitet. Okay. Genau, ist... Wie gesagt, die Person, die reinruft und von mir bestätigt wird, darf die Frage beantworten. Ist die Antwort richtig, gibt's die Punkte. Ist die Antwort falsch, werden die Punkte abgezogen. Und derjenige, der zuletzt eine Frage richtig beantwortet hat, darf dann die nächste Kategorie wählen. Also das ist auch in dem Fall, dass jemand die Frage richtig beantwortet. Im Fall, dass wir sie falsch beantworten, geht's auch ins Minus, richtig? Ja. Yay! Ich sehe mich schon mit einer hohen Minuszahl. Es ist auch hier wieder angemerkt, eine Kategorie ist eine Schätzkategorie. Da werden wir dann aber zu den besonderen Regeln an dem Zeitpunkt etwas sagen. Und eine weitere Besonderheit ist die 100er bis 300er Fragen. Da ist die Antwort zu nennen. In den 400er und 500er Fragen wird es ein bisschen schwierig. Da ist Umdenken gefragt, denn dort stelle ich quasi die Antwort und suche die dazugehörige Frage. Und zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal, das ist natürlich Vance, weil er wöchentlich mehrfach trainiert, da würde dann Sputti sagen, die Frage ist, wer hat die geilsten Waden? Ist das ungefähr klar? Okay. Also klassisches Jeopardy. Genau, ja. Wenn es nicht der genaue Wortlaut ist, kann man drüber reden. Würde ich sagen. Außer bei Aglis und Sputti. da ich am Anfang wieder nicht zugehört habe, genau. Das galt jetzt nur für die Kategorien 100 und 300 oder immer? 100 bis 300 sind normale Antworten auf die Frage und okay. 400 und 500 ist dann quasi andersrum. Klassisches Jeopardy, okay. Genau. Oh, ho, ho. Oh je. 3,1 geht, sehr gut. Akuma Rex hat die Frage schon richtig beantwortet. Zum Finale wird dann auf jeden Fall auch noch mal etwas Genaueres gesagt. Da gibt es bei den Regeln auch eine kleine Besonderheit. Und ich würde sagen, wenn alle Personen bereit sind und sprechen können und sonst keine Rückfragen bestehen. Hört man mich? Ja, alles gut. Ja, super. Dann werde ich jetzt einmal auf die beste Seite gehen, die man random sich wünschen kann. Und zwar random.org. Super tolle Seite. Mhm. Oh ja. Und von random sprichst, mache ich auch noch mal kurz eine Ankündigung. Mhm. Und zwar werden wir, damit unsere Zuschauer sich nicht komplett langweilen, das wird dann mit dem Delay natürlich ein bisschen lustiger, auch einmal 400 Edelsteine an euch raushauen. Das heißt, das Zuschauen lohnt sich. Sehr schön. Wie viele haben wir denn? Wir sind 1, 2, 3, 4 Leute. Das heißt, ich brauche Zahlen
Ach, wisst ihr was? Ich mach's einfach. Ich bin ja begeisterter Pen-and-Paper-Spieler. Ich habe natürlich hier mein Würfelsäckchen. Und ich kann euch das Ergebnis zwar nicht zeigen, aber ihr könnt mir einfach mal vertrauen. Der Ring ist kalt. Ah, genau. Und zwar habe ich hier einen vierseitigen Würfel. Tatsächlich einen vierseitigen Würfel? Natürlich. Und die Spitze der Zahl, das sieht man bei mir mit einer 720p-Kamera, glaube ich, nicht so gut. Ja, dann check ich dir eine neue. Gibt es eine an der Spitze? Die Zahl, die da steht, ist die Zahl quasi, die dran ist. Also wie beim Sechserwürfel die obere. Von oben nach unten. Alex ist die 1, Aglis ist die 2, Kojima, du bist die 3 und Ori, du bist die 4. Und ich würfel einfach mal. Am besten so lautstark, dass man es hört. Und das ist eine 2. Das heißt, Aglis darf die Kategorie aussuchen. Und wo wir über Kategorien reden, auch da gibt es ein bisschen Änderungen. Und zwar zeige ich euch jetzt die Kategorien. Zeig sie im Stream aber nicht uns. Also lese sie uns bitte vor, weil wir haben Delay. Ja. Und zwar, jetzt muss ich nur einmal schauen. Ich glaube, das ist das, was ich drücken muss. Ja, das sieht gut aus. Und zwar, die 6 Kategorien sind legendär. Die nächste Kategorie ist abgeschrieben. Danach kommt Macarena. Kann das weg? U30 und nichts für Azuras. Ich kann sie euch gerne auch noch einmal in den Chat hier tippen. Nö, das passt schon. Ich glaube, wobei Aglis am Anfang, weil er gleich die erste Kategorie auswählen muss. Ja, was waren die zwei mittleren nochmal? Nichts für Azuras ist ein tolles Thema für mich. Macarena. So. Im Teamspeak sind die Kategorien gelistet. Wie gesagt, legendär, abgeschrieben, Macarena, kann das weg, U30 und nichts für Azuras. Es geht jeweils mit der 100er-Kategorie los. In der Zwischenzeit sorge ich schon mal für ein bisschen dezente Quiz-Hintergrundmusik. Oh. Es ist nicht die klassische Jeopardy-Musik. Oh. Ich kann natürlich auch die klassische Jeopardy-Musik reinmachen, aber ich weiß nicht, ob das eventuell geflaggt wird. Bestimmt. Bestimmt. Deswegen. Wer wird Millionär wurde uns auch geflaggt. Also echt? Ich war davon aus. Ja, ja. Also okay, nicht gesperrt, aber nicht monetarisierbar. Verzichten wir auf die 16 Cent YouTube-Money, ist die Frage. Ja, im Zweifelsfall schon. Okay, dann mache ich erstmal Wer wird Millionär im Hintergrund an. Ha, nice. Zwar. Es ist ja noch relativ gering, dann machen wir einfach mal. Nee, das ist okay. Ist nicht so, dass wir YouTube Money bekommen. Ja, YouTube eben. Money ist eine Lüge. Wir sind arm und Gildnews lebt nur, weil Sputti sich prostituiert. So, im Stream seht ihr es jetzt auch. Das sieht relativ laut noch aus. Ich drehe mal die Lautstärke bei mir für das Ding ein bisschen runter. Und dann muss ich ins Teamspeak schauen. Nichts für Azur. Ist das das Ist der davon die Schätzkategorie? Das sage ich nicht. Oh. So. Glaub U30. Okay. Also, mein lieber Aglis, dann such dir eine Kategorie aus. Abgeschrieben. Abgeschrieben, okay. Oh Gott. Dann stelle ich jetzt eine Frage. Nein. Doch. Bei dem Quiz stellst du Fragen. Ja, und zwar keine Schätzfrage. Okay. So, und zwar. Ich muss halt den Teamspeak nebenbei ein bisschen im Auge behalten. Wir werden im Einklang mit den 8 Tugenden leben. Tapferkeit, Demut, Ehre, Gerechtigkeit, Opferbereitschaft und Treue. Woher stammt dieses Zitat? Ich hab keinen blassen. Du hast 2 Content? Das ist die 100er Frage, ja? Dann kann das ja, alles das ist die 100er Frage. Also es wird, glaube ich, keine Schande sein, wenn man neutral rauskommt. Null Punkte ist nicht negativ. Alle bei Null ist
Ich würd sagen, bei Gleichstand gewinnt die Community. Das passt. Community macht auch Punkte. Also, ich sag ganz offen, von mir wirst du keine Antwort hören. Also, ich kann noch mal wiederholen. Wir werden im Einklang mit den 8 Tugenden leben. Tapferkeit, Demut, Ehre, Gerechtigkeit, Opferbereitschaft und Treue. Woher stammt dieses Zitat? Ich würde sagen, ich gebe einen Tipp nach einer gewissen Zeit. Haben wir gesehen, dass ich wieder aktiv wurde bei dem Tipp. Es handelt sich auf jeden Fall um etwas, was einen Ingame Guild Wars 2 Bezug hat. Warte mal, Tugenden. Was? Wie viele waren es nochmal? 8. Und das googelt. Und zweites Gentleman's Agreement ist natürlich, Google ist nicht dein Freund. Ja. Sitzt eh zu weit weg von meiner Tastatur. Richtig. Ja, also, ich und glaube, zwar, du musst keine Antwort der uns erste bekommen. Tipp oder der einzige Tipp, den ich hier geben kann, ist, es handelt sich dabei um ein Credo. Was war die genaue Frage? Also, was möchtest du als Antwort haben? Woher stammt das Zitat? Woher? Ach komm, Sputti! Okay, Sputti. Das ist leider falsch. Gut. Es handelt sich um das Credo der Sonnenspiere. Ah. Das ist der Name, hat mir gefehlt. Echt? Das war die Sonnenspiere. So, die Frage. Abgeschrieben, 100 ist weg und Sputti hat minus 100. Das wird. Ich mache das, glaube ich, in einer PDF oder in einer Word. Bleibt ruhig alle auf 0. Es gibt auf jeden Fall schon einen Verlierer. Können wir zu 16, ja. So, wir antworten nichts mehr und Sputti hat schon verloren. Ja. Finde ich gut. Okay, dann, weil noch niemand eine Frage richtig beantwortet hat, würfel ich einmal aus, was die nächste Person sich aussuchen darf. Die 3, das heißt Kojima, du darfst dir eine Kategorie aussuchen. Macarena. Macarena 100, okay. Dabei handelt es sich auch um eine normale Frage, die wie folgt lautet. Wie heißt die Story-Instanz, wo man in der POF-Story das erste Mal Pallava Yoko gegenübertritt? Boah. Vance, ich fand das alte besser. Das ist auf der Zunge liegen, aber mir fällt da. Ich weiß, welche Story es das ist, aber wie heißt sie? Gibt nur eine. Achso, gibt es nur die eine? Ja, gibt es. Danke, Ori! Soll ich jetzt Risiko gehen? Ich muss nur überlegen, wie die heißt. Ich habe keinen Blass mehr, wie sie heißt. Jojo hier, mal volles Risiko. Okay, Aglis. Beseelt? Leider nein. Das ist nämlich das Reich der Verlorenen. Ja. Ach, das war aber nicht der Story-Instanzname. Doch, so heißt die Karte. Echt? Ja, die Karte heißt so. Okay, ja. Okay. Kleine Zwischenfrage, ist es egal, ob Deutsch oder Englisch, oder muss es Deutsch sein? Es kann meinetwegen auch Englisch sein, dann brauche ich aber einen Moment. Um das zu überprüfen, ja. Die sammelt okay. Man sogar in der Story, schreibt Lumi gerade. Das bezieht sich wahrscheinlich auf die vorherige Frage mit den Sonnensperren. Das kann peinlich. Sehr gut sein. So, dann werde ich jetzt wieder einmal würfeln. Wieder eine 3. Kojima, du darfst nochmal. Dann nehmen wir mal legendär. Legendär, okay. Auch dabei handelt es sich tatsächlich um eine normale Frage. Und zwar, wodurch erhält man die Fertigkeit Aspekt der Elemente? Ori? Okay, Ori. Ja? Das ist eine edle Fertigkeit. Meine Sorge, ich weiß, wie sie heißt.
Ist es deine Antwort? Ich weiß nicht, woher er sie kriegt, aber ich weiß, dass das ein Ele ist. Es handelt sich hierbei tatsächlich um die legendäre Drachenform des Wiedergängers. Durch diese durch das erhält man diese Fertigkeit. Ah, okay. Okay, ich dachte jetzt mehr an die Elite-Fähigkeit vom Weaver. Sich selbst leider beamen. Das wäre sich selbst beamen, ja. So heißt es, aber ich dachte, der Effekt davon heißt so. Der Effekt beim Weaver heißt im Master Rage, glaube ich. Gut, wenn ich das jetzt also richtig sehe, haben wir minus 100, minus 100, minus 100 und ja, Tim auch spielt gut. Bester. Und 0. Ah, nee, warte mal. Eglis hat minus 100. Eglis hat auch minus 100, bisher ist ja. Tim der 0 hat. Ja, ja, GG. Easy. Okay, das heißt, ich würfel wieder. Eine 1, Alex. Ach komm, wir waren gerade so gut. Legendär 200. Legendär 200. Wie wir alle wissen, gibt es bei großen Meta-Events auch Bosse, die legendär sind. Welchen Namen trägt der legendäre Gegner am Ende des Meta-Events Tor von Ara? Wenn mich das 2 Jahre früher gefragt hättest, hätte ich sie auch beantworten können. Das war das letzte Mal, wo ich Ara gelaufen bin. Und das erste Mal zugleich. Ey, leck mich doch, das muss ich doch wissen, ey. Jojo. Zauberer von Ohr? Das hätte ich ja auch gesagt, aber. Nein. Zauberer von Ara. Es ist tatsächlich. Also da würde ich tatsächlich sagen, nicht ganz. Du kannst mir noch eine Antwort geben, weil die Richtung stimmt. Aura hätte ich auch gewusst, aber der hat noch ein bisschen mehr da dran. Noch mehr daran? Ja! Du hast ja im Prinzip deine Chance schon vergeben. Irgendwie hoher Zauberer von Ara oder irgendwie sowas war das, glaube ich. Teilen wir uns die Punkte. Oder oberster Zauberer von Ara. Irgendwie sowas. Scheiß Name, ist mir auch egal. Es handelt sich auf jeden Fall um den auferstandenen obersten Zauberer. Nur oberster Zauberer? Sonst nichts? Wow. da mir da zumindest auf jeden Fall das Auferstandener gefehlt hat, sind das dann minus 200. Das minus 200 insgesamt? Ja. Aber klar, es macht weiter so. Kann ich auch Minuspunkte am Ende setzen? Nein. Es kommt dann raus. Minus mal Minus ist Plus, also. Ja, komm schon. Also ich, weil der Chat gerade sagt, hättet ihr nicht intelligente Kandidaten hier casten können. Ich möchte kurz anmerken, dass wir in vergangenen Ausgaben wirklich gute Advanced Quiz of Epic Awesomeness hatten und dass diese Fragen hier eine absolute Frechheit sind. Okay. So. Würfel. Ja, aber Eglis. Oh Gott. Warte mal, ich bin im Minus. Legendär, warte mal, was hatten wir jetzt? 300 bitte. Legendär 300. Ja, ich muss wieder auf 0 kommen. Wer macht sich die Haupteigenschaft legendäre Lehen zunutze? Ach du Scheiße. Das nächste Mal laden wir nur One Potatoes ein. Eigenschaft. Keine Ahnung. Eigenschaften nennt man auch. Traits, würde ich sagen. Ach nee. Tipps hier, ey. Heim lassen. Ich werde gleich einen Tipp geben. Es handelt sich um eine neue Elite-Spezialisierung. Legendäre passen? Lehren. Lehren oder Lehren? Lehren. Ich rate mal ins Blaue. Oh, das ist nicht Uri. Uri, ja. Das ist tatsächlich richtig. Der
Aufwiegler. Was sind die legendäre Lehren? Das sind die Tugenden, meine ich, oder? Ja. Oh, also die dadurch, die Tugenden, also die F1-Dinger, so. F2, ja, ja. F3-Dinger. Das sind die Bücher, glaube ich, also so. Oh ja, okay, ja. Alles klar. Das klingt logisch. Oh. Das war das Erste, möchte ich hier anmerken, dass man hätte wissen können. Wenn man den Firebrand hat. Nö, ich hab nicht. Das ist Basic Wissen, das ärgert mich gerade. Das war eher eine 100er Frage als das da. Ja. Darum ja. Würde ich sagen, Ori, du darfst ja weitermachen. Ori, du darfst dir was aussuchen. Nimm direkt die 400 hinterher, komm. Nein, das wird einfacher. Ich hab Lust auf die Kategorie, die gegen mich geht, also nicht für Azura. Nicht für Azuras. Und wenn ich mich nicht ganz irre, während ich hier scrolle, haben wir damit die Schätzkategorie gefunden. Und deshalb. Zwar, wie es jetzt ablaufen wird, ihr dürft jetzt mir alle im Teamspeak einmal whispern. Also quasi einen Whisper-Chat aufmachen. Text-Chat oder kleinen Anstoß? Text-Chat. Okay. Eglis fehlt noch. Habe ich. Nein. Nicht mal das kann er. Also, du drückst auf meinen Namen. Rechtsklick. Text-Chat öffnen und dann schreibst du mir etwas. Ich habe aber auch Lehen verstanden, Marco. Okay. Nur zu meiner Frage. Ich auch, lustigerweise. Und dachte erst an den Krieger. Dachte erst, dass das irgendwelche Story-Sachen wären. Legendäre Lehen. Wem habe ich denn hier Lehnstreue? Da habe ich plötzlich hier gedacht. Okay. Deko und Palava. Liegt vielleicht an meiner etwas feuchten Aussprache. Mag sie aber. Okay. So, und zwar dürft ihr mir gleich alle eure Antworten whispern zu der Frage, die ich gleich stelle. Es handelt sich um eine Schätzfrage. Wer am dichtesten dran ist, gewinnt. Bei einem Tie würde ich, also beim Gleichstand, falls es dazu kommen sollte, würde ich tatsächlich sagen, beide kriegen die Punkte. Nice. Und zwar, die erste Frage lautet: Es gibt generell in Guild Wars 2 Gegenstände, die man eher selten wahrnimmt tatsächlich oder sich kauft. Wie viele unterschiedliche Briefboten gibt es im Spiel? Gott! Das müsste ich eigentlich wissen. Können wir abschicken? Ja. Ja, gib mir mal ein bisschen Zeit bitte, ich muss zählen. Wieso? Hast du etwa alle? Ja, ich glaube. Du müsstest alle haben. Okay, du hast 30 Sekunden. Kommt hin. Bis ich sage, fertig, könnt ihr auch gerne nochmal korrigieren. Also, müsste passen. Du hast einer mitgezählt. Scheiße, ich komme gerade auf die Idee, dass ihr sehen könnt, dass ich mit meinen Finger gezählt habe. Okay, never mind. So, ich habe von jedem Antworten und die 30 Sekunden sind rum. Wir haben an Antworten von Uri 13. Von Kojima haben wir 10. Von Sputti haben wir 16. Und von Eglis haben wir 9. Es gibt tatsächlich im Spiel an unnützen Gegenständen, die man eigentlich nur unbewusst benutzt und die eigentlich auch viel zu teuer sind dafür, ja, die sind super, was sie machen. Das ist auch der einzige gute, zugegeben. An der Zahl, es gibt tatsächlich jemanden, der es richtig hat. Genau die Anzahl. Hast du sie alle stehen? Dann kann natürlich habe ich sie hier alle stehen. Roter Kuvert. Ja. Reif. Geisterhafter. Quaggan hatten wir vorhin. Wir haben Schneeeule. Wiedergänger. Geschenke. Sevari Samenkapsel. Jahrestag. Papagei. Rabe. Superbienenhund. Konfetti. Hatte ich. Weiter saß Hunde schon und der normale, das müssten 16 sein. Das waren jetzt 15, wenn ich mich nicht irre. Oh. Auf jeden Fall ist 16 tatsächlich richtig. Dann habe ich irgendwen jetzt gerade vergessen. Aber ja! Und ich habe die hier auch nicht stehen, also. Gut, dass sie. Und drei verstehen.
Dorfmanns. So. Ich finde aber, das ist das Gute, wenn man mal zu all den Dingern Videos gemacht hat. Ja, ne? Irgendwo für muss sich der Scheiß nochmal geben. Komm mit, der weiß das doch alles. Dann hat Sputti jetzt tatsächlich plus 100 und ist wieder auf 0. Was? Ich bin auf 0, danke. Ich darf dann auch die nächste Kategorie wählen und ich nehme hier nichts für Azura 200. Das ist meine Kategorie. Okay, die nächste Schätzkategorie. So, ich muss einmal kurz hier so und umgreifen und sowas. Minus Enter. Minus Enter. Damit ich quasi... Ne? Und zwar, die nächste Schätzfrage für euch für 200 Punkte ist: In der Welt von Guild Wars 2 gibt es ja einige Schätze, wie zum Beispiel mich, aber auch Schätze, die tatsächlich in eine schatzbezogene Sammlung gehören, außer ich natürlich. Wie viele Schätze benötigt man für den Abschluss der Sammlung Schatzjäger? Oh. Ach, den habe ich schon mal gemacht. Das ist vielleicht die gute Nachricht für mich. Genau, also mitraten geht. Unsere Kandidaten schauen ja nicht in den Chat. Und der Chat ist auch 90 Sekunden verzögert. Meine Verteidigung, manchmal schaue ich ran, aber nicht. Aber dann, wenn ich schon Fragen abgegeben habe oder es aufgegeben habe. Mhm. Ja, ich will nicht schummeln, ich will nur gewinnen. Sehen, was die so schreiben. Achso. Das ist sehr interessant. Also, wie viele Schätze benötigt man für den Abschluss der Sammlung Schatzjäger? Aber damit sind all die Gegenstände aus der Sammlung gemeint, ne? Nur um sicher zu gehen. Okay. Nicht, dass du irgendwelche bestimmten... Oder meinst du, also was sind Schätze? Ja, das werden alles sein. Die Schätze der Sammlung. Schatzjäger. Ja, okay. Ja, das wird. Okay, dann habe ich tatsächlich jetzt auch von allen Antworten. Und es ist verdammt knapp. Es ist wirklich sehr, sehr knapp. Wir haben von Ori die Antwort 28. Von Kojima auch genau 28. Eglis meint 38. Und Sputti meint 39. Und die Person, die mit einem daneben ist, ist tatsächlich Eglis. Was ihm aber nichts bringt, weil es insgesamt 39 sind. Und damit hat Alex mal wieder voll getroffen. Das sind meine Fragen. Können wir weiter Schätzspiele spielen? Ernsthaft, wegen einem Punkt? Ich hatte kurz überlegt, höher zu gehen. Mann. Alex hat sie halt genau getroffen mit den 39. Das ist... meins. Das ist fies, der hat eh schon alle Erfolge gefügt. Gut, nichts für Azura 300. Gut, nichts für Azura 300. Ich muss erstmal einen Polster anpumpen, dann kann ich wieder Unsinn machen. Guri, also. Für eine legendäre Waffe benötigt man generell relativ viele Materialien. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich baue gerade Astralaria und das ist ziemlich kacke und es deprimiert mich immer sehr. Aber wie viele alte Holzblöcke benötigt man zum Craften von Liturgie, dem Precursor der Fackel Flammen des Krieges? Ja, klar. Alte Holzblöcke. Das sind Riesenzahl, da kannst du dir sicher sein, ey. Also, ich baue gerade The Binding of Ipos, also den Fokus. Mhm. Das sind auch schon zu viel. Warte mal, Liturgie war der, was Precursor gesagt, ne? Ja. Das ist der Precursor. Ich hatte nämlich keine Ahnung, was Liturgie... Okay, Liturgie, der Precursor. Ist der Precursor, Flamme des Krieges. Genau. Also... Ich starte die Zeit. Ach so. Jetzt schaue ich mal in den Chat. Wow. Ach komm. Dürfte so ungefähr das sein, was ich damals für den Pre für eine andere Legi brauchte. Geh mal davon aus, dass das nicht so... Okay, dann habe ich jetzt tatsächlich wieder von allen die Antworten. Ich öffne mal meinen Taschenrechner. Gut. Und zwar haben wir an Antworten von Eglis 3600, von Ori 200.000, von Kojima 14.350 und von
Alex, aka Sputti, 10.500. Also Tim, wir beide dürfen da näher dran liegen als Ori und Eglis, definitiv. Ich weiß das sicher, ja. Und 300.000. Auch wenn ich mich sehr schmutzig fühle und mich jetzt am liebsten waschen möchte, ist Sputti tatsächlich wieder am dichtesten dran. Es sind insgesamt 11.700. Das könntest die du man nicht dafür braucht. Doch. 200. Doch. Okay. Ah. Gut, ich sag's schon mal, warte mal. Schätzfrage ist jetzt aber nicht andersrum bei 400, ne? Also, dass wir die Frage auf die Antwort schätzen müssen, ist 17.000. Nein, das ist hier tatsächlich ganz normal. Ist die Anzahl der Minuten, die du in deine Waren gesteckt hast. Oh. Okay, dann nichts mehr, also sogar 400, ne? Gut, es überrascht mich quasi, dass du dir das so ausgesucht hast. Ich weiß. Ich bin immer von Überraschung gut. Also. Ja, ne? Ich mach's jetzt einfach so, ich lese einmal die Frage vor, dann fülle ich mir einen Tee ein. Wow. Es geht in die Vergangenheit in doppelter Hinsicht, denn es geht um Dungeons. Und zwar geht es in die zweite Vergangenheit, dass ihr quasi einen Monat und zwei Wochen zurückreisen müsst, gedanklich. Denn wie oft hat der Erstplatzierte alle Verliese insgesamt abgeschlossen? Hä? Also einzelne Verliese abgeschlossen. Und das auf Stand von vor einem Monat. Stand 8.2.2018. Ja, Fun Fact, ja. Das hättest du für heute auch nicht gewusst? Nein, ich hätte das auf gar keinen Fall gewusst. Aber ich wette, ich hätte es mal irgendwann lesen können. Weil wenn das vor einem Monat war, dann haben die das bestimmt auch für ein anderes Spiel. Ich hab's nicht gelesen, das vorneweg. Keine Ahnung. Dungeon gibt's von Anfang an, gell? Ja. So, und ich lasse jetzt die Zeit wieder laufen. Genau. Denn wie oft läuft man denn Verliese? Weiß ich nicht. Läuft dir überhaupt jemand? Ja, ist schon ziemlich cool. Wenn wow. Ja, ich hab absolut keine Ahnung, ich fand die gut jetzt. Also, wir haben insgesamt wieder Antworten von allen bekommen. Und zwar Alex ist besonders kreativ, er hat dieselbe Antwort von gerade eben nochmal benutzt, nämlich 10.500. Alter, das für eine realistische Zahl. Wenn ihr jetzt mal überlegt, dass das Spiel seit irgendwie 5000 Tagen existiert, dass man jeden Tag zwei Dungeons im Schnitt macht, also mal Tage ausgelassen, mal Tage mit Fullruns. Ich glaube, das ist eine valid choice. Also du meinst, es sind auf jeden Fall mehr als die 1400 von Eglis? Also, wenn ich jetzt. Ich hatte irgendwann mal in mein GW2 Efficiency geschaut und da stand schon fast 1000. Also, und ich bin ja wirklich kein. Ich kann ja bei mir eigentlich mal schauen in der Zwischenzeit. Und dementsprechend. Naja, meine Zahl ist auch ein bisschen. Wie viel hat Eglis jetzt gerade gesagt? Das waren 1400. Ja, das hab ich fast. Unter 5000 liegt, bin ich näher dran, oder? Das ist richtig. Das wäre der Fall. So, kleinen Moment. Ich bin gerade noch. Du musst halt überlegen, wie wenig Dungeons ich laufe. Du läufst halt auch nur für Letchies und. Ewig keine Dungeons mehr gelaufen, ohne dass da ein Punkt hinterstand. Ja, Benz? Wie oft hast du Dungeons gemacht? Ich probiere es gerade herauszufinden. Aber ich finde es tatsächlich gerade nicht auf die Schnelle. Dafür ist es mir zu unübersichtlich. Also, dann haben wir Ori mit 3000 und Kojima mit 25.000. Ah, das könnte besser sein als ich. Die sind hochgesetzt. Es sind relativ. Sind es wenige? Also es ist auf jeden Fall ein wenig mehr als die 1400. Es ist auch ein wenig mehr als die 3000. Es ist auch ein wenig mehr als die 10.500.
Und es ist weniger als die 25.000. Aber wie viel weniger? Das ist jetzt die Frage. Es sind nämlich ungefähr 12.065 weniger als 25.000. Und damit hat der Lappen schon wieder richtig geraten. Okay, das war jetzt aber wirklich Fußglück. Ja? Unglaublich, ey. Wie viele Punkte hat er inzwischen? 900, ja. Ja. Das ist gut. Gut, bevor ihr jetzt den ganzen Spaß nehme, U30-100. U30-100, sehr schön. Okay. Ja, das ist wahrscheinlich machbar. Also es handelt sich wieder um eine normale Frage, ganz kurz, hab ich vorhin gesagt, dass Guild Wars 2 5000 Tage alt ist? Ja. Das wären 12 Jahre, ne? Und du machst die größte Frage. Das ist ganz so im Nachhinein eigentlich schon ein bisschen hochgegriffen. Ja. Wie viele Tage hat dein Jahr? Anscheinend ein paar, also paar mehr. 720 und ich 360. Okay, nevermind. Ja, U30-100. So, U30-100. Als Silvari fängt unser Leben mit einem Traum an. Wobei eigentlich nicht unser Leben, sondern das Leben der Silvari. Wo man einen ersten Boss bekämpfen muss, um aufwachen zu können. Gegen wen wird denn da gekämpft? Ja, oh Mann. Und das ist richtig. Ja, das ist doch mal eine Frage für den Putti hier. Ah, tut das gut. U30-200 dann gleich auch hinterher. U30-200 direkt hinterher. Ah, jetzt wir verlassen los. Die Silvari. Oh. Ach, warum denn? Welches weitere Gebäude neben dem Waisenhaus haben die Banditen im Kapitel Krytanische Politik noch angegriffen? Putti. Warte mal, neben dem Waisenhaus? Krankenhaus. Oder andersrum? Was hast du jetzt gerade gefragt? Ich habe die Frage vergessen. Neben dem Waisenhaus. Neben dem Waisenhaus war es ein Krankenhaus. Was war denn das für ein Krankenhaus? Ihr willst jetzt nicht den Namen von dem Krankenhaus in dem scheiß Viertel wissen. Na doch, eigentlich schon ziemlich. Oder zumindest die Funktion. Das Seraphenkrankenhaus, nicht? Die Funktion von dem Krankenhaus? Na, ich meine, es gibt einen Unterschied zwischen einer Kieferchirurgie und einer Gynäkologie. Dude, das ist nicht dein fucking Ernst, oder? Was weiß ich denn? Notfallambulanz. Warte, schau mal ganz kurz, ja? Also, ich hab das jetzt... Für wen ist denn dieses Krankenhaus? Ja, warte, ihr lasst mich mal kurz nachdenken. Also, ich bin in dieser Mission bei dem Schwarzlöwenschlüsselfarmen. Hallo, er hat das schon, du darfst da gar nicht zwischenreden. Also, es ist der Name davon. Der Name davon. Was steht denn da oben immer? Finn, gesellt euch zu den Weisen davor. Und dann findet Leutnant Francis im Hospital. Es heißt einfach Hospital. Das kann keinen anderen Namen haben. Da steht, findet Leutnant Francis im Hospital. Und es ist ein fucking Hospital. Was weiß ich denn? Das hat keinen konkreteren Namen. Da du tatsächlich schon relativ weit vorne bist, kann ich das so nicht gelten lassen. Da steht, geht zu Leutnant Francis zum Hospital. Ich habe diese Mission so oft gemacht. Das heißt nur Hospital. Hast du schon mal was vom Vorhut-Hospital gehört? Ach, das Vorhut, genau. Das ist mir sowas von egal. Das kannst du nicht ernst meinen. Doch, doch. Hat das Waisenhaus auch einen Namen? Irgendwie, weiß ich nicht. Gwen Thackeray Memorial Waisenhaus. Da muss ich eben mal schauen. Moment. Waisenhaus vom Herz der Königin. Und damit bin ich jetzt am Bestrafen und es sind minus 200 Punkte. Das ist Schiebung. Das ist nur Gerechtigkeit. Dazu. Oh. Okay. Na, wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Da ist es denn. Zack, durchgestrichen. Okay, ich würfel. Hep. Wir haben eine 2. Eglis, du darfst aussuchen. Das ist die Höchststrafe, dass er jetzt auch noch aussuchen darf. das nächste, nichts für Asura.
Okay, das wäre auch das letzte Ding, die 500er. Das willst du dir antun? Ja, will Sputti wirklich die 500 Punkte? Ich wollte gerade vergeben. Nein, ich will ihn einfach nur leiden sehen, wenn einer von uns jetzt gewinnt. Du bist aber echt mit Hoffnung besehen. Ich bin ein absolut eigentlich Fall von Optimist. Ich bin gerade mal am Überlegen. Ich habe eine Idee. Also jetzt so fürs Protokoll, das hieß echt Vorhutkrankenhaus. Ja, Vorhuthospital. Vorhuthospital. Wenn mich irgendjemand jemals wieder fragen wird, ob das Vorhuthospital heißt, dann ja. Dann erwürgst du ihn. Ja. Farbe aus. Wie hieß das Krankenhaus? Okay. Kann ich das einfach so, um ein bisschen die Übersicht mehr zu gestalten, kann ich das einfach kopieren? Kopieren. Und. Ja, Marto ist übrigens auf meiner Seite. Marco sagt, das Hospital war schon richtig. Danke, Marto. Danke. Marco ist auch mein. Das haben wir schon. Die nächsten 400 Games gehen aus Versehen an Marto. Duplikat. So, ich bin gerade nebenbei ein bisschen am machen und tun. Merkt man nicht. Arena 100, kann das weg. U30 sind 2. Dann Duplikat. So. Und nichts für Azuras. Einfügen Duplikat. Das machen wir dann ein bisschen anders. Und zwar einfach. Nee. Das ist jetzt alles ein bisschen on the fly, damit man kennt es. So. Zack. Kann man mich an die tippen? Nein. Gut. So. Nur für den Fall, dass ich mal was googeln musste. Okay. Also, kommen wir zur letzten Schätzfrage. Nämlich die 500er. Viele lieben es ja, ihre Rüstung in den unterschiedlichsten Farben zu gestalten. Zum Beispiel echt scharfes Pink oder Heidekraut oder Zuckerwatte. Nein, nicht wie viele Farben es gibt. Und wer hätte nicht gerne alle Farben? Das ist allerdings auch relativ teuer. Und wie kostspielig ist es denn am 18.03. gewesen, wenn man alle Farben per Sofortkauf erstanden hätte? In Gold, Silber. Gold, Silber. Das Ding ist ja, die Farben sind ordentlich im Preis gesunken, ne? Weißt du was, Vans? Ja. Du nimmst dasselbe wie gerade eben. Ist es eine legitime Taktik, einfach das zu nehmen? Das ist ein bisschen wie 42. Ja, ne? Das funktioniert immer. Also, so rein taktisch, ich möchte euch ja keine Tipps geben, aber ihr wisst ja jetzt ungefähr grob, was er genommen hat. Ey, das ist sowas von sinnlos ins Blaue geraten, ne? Ich habe absolut. Ja, ich habe schon eine grobe Ahnung. Ich meine, also, das ist. Mehr als 1000 sind, kann ich ja schon mal verraten. Und ich glaube auch, dass es weniger als 40.000, 50.000 sind. Also, das ist schon die goldene Mitte, ne? So. Okay, dann habe ich jetzt die Antworten. Und zwar einmal von Ori 2500 und 50 Silber. 2500,50 Silber. Von Eglis haben wir 5431 Gold und 99,99 Silber. Sputti ist eine faule Sau, der hat einfach wieder dieselbe Antwort nochmal genommen. 10.500. Und Kojima hat 5000 Gold, 99 Silber. Echt, ihr geht nicht über mich, obwohl ihr wusstet, dass ich 10.500 genommen habe. Ihr könnt schwören, dass das mehr sind. Ich nicht. So, und zwar zur Auswertung. Also. Es ist tatsächlich höher, als ihr alle es getippt habt. Und leider. Es ist als die hat Alex. 500. Ja.
Und traurigerweise ist Alex nur 72 Gold und 77 Silber davon entfernt. Ach du Scheiße, ey. Grüße an dieser Stelle meine Mami, mein Papi und alle anderen, die jetzt eigentlich stolz auf mich wären, wenn sie das gucken würden. Ich bin ein bisschen verstört. Ernst, können wir ohne Sputti weitermachen? Ich kann ihn leider nicht vom Server kicken. Niemand kann das. Du kannst ihn ja muten und ausblenden. Das stimmt, ja. Komm, wir brechen mal so ein bisschen hier die Geschichte. Kann das weg 100? Kann das weg 100? Jo, kleinen Moment. Ich muss mal ein bisschen scrollen. Oha, das wird interessant. Gesucht wird ein Gegenstand mit folgender Beschreibung. Ein leistungsstarkes Gerät zur Stabilisierung stark instabiler magischer Risse. Wie Sputti. Heißt der gesuchte Gegenstand? Sputti. Oh, Levis Detektor. Ja. Das ist falsch. Was ist Levis Gerät? Es handelt sich um den Rissstabilisator Klasse 2. Genau. Ups. Levis Gerät stimmt, war Levis das für Blutsteine. Anderes. Ja, nevermind, stimmt. Levis Gerät war das für Blutsteine. Und, oh Gott. Naja, es war nur 100. Das ist 100. Heißt, ein Rissstabilisator macht viel mehr Sinn, wenn es um das Stabilisieren von Rissen geht. Das, liebe Leute, ist eine Live-Umgebung und deshalb antworten Leute bei Familienduell auch, was kann man schlagen, Kinder. Das ist einfach so, ne? Wettkampf, ja. Ja. Das hast du jetzt nicht ernsthaft live gesagt. Grade. Das wurde live gesagt, ja. Das wurde live bei Familienduell gesagt. Genauso wie der Klassiker, nennen Sie eine beliebte Fliesenart. Terrakotta, richtig. Nennen Sie eine beliebte Fliesenart. Terrakotta. Absoluter Klassiker ist auch, nennen Sie ein Tier mit drei Buchstaben, Lux. Ja. Gut. Ja, ist was passiert. Es ist halt so. Dann die nächste. Ja, muss würfeln, ne? Ach so, ja, stimmt. War falsch. Wobei ich bin am Überlegen davor. Nee, ich würfel einfach immer. So. Es ist schon wieder Aglis. Der Würfel hasst mich. Ich war auch noch nicht dran. 300. Was? Wie bitte? Legendär? U30, 300. Okay. Man hatte ich nicht gehört. U30, 300, ja. Und hier werde ich ja mal kurz. Zack. Oh, wie der Chat sich darüber aufregt, dass ich damit gewonnen habe mit den 10-5. Wie viel war es denn genau? Das kann ich dir sagen. Es waren 10.572 Gold und 77 Silber. Das ist halt schon echt gut, ne? So, du wolltest U30 300. Ja. Okay. So. U30 300. Als Asura sehen wir uns sehr vielen Herausforderungen gegenüber. Eine davon ist es, den Snuff-Preis zu gewinnen. Nenne eine der drei Erfindungen, die eingereicht werden können. Ich hier. Ja, Aglis. Teleportation ohne Asura-Portal. Das ist. Der hat einen Namen. Ja, das eben, das sind die Namen, die mich. Ja. Den ich auch hänge. Aber da hat er ja noch eine Chance. Ach komm, ernsthaft, das Ding hat. Ja, hallo, hast du gerade die Diskussion mit dem Hospital mitbekommen? Du sagst den richtigen Namen, Jonas. Ansonsten kriegen wir hier richtig. Ach ja, genau, das war das Ding. Ja. Da würde ich sagen, ihr könnt nochmal überlegen mit dem Namen. Dürfen wir noch? Also, ja. Okay, nee. Sagen wir, es sollte der Großteil davon stimmen. Das Witzige ist, das war das erste Ding, was ich der Sora-Story damals gehört hatte. Ich meine, mir macht es halt auch keinen Spaß, euch immer nur zu bestrafen. Ich gebe ja viel lieber, als dass ich nehme. Außer bei Sputti. Gebe mich doch. Denn, das Ding. Keine Ahnung, wie das. Wie hieß denn das andere Ding? Oder das dritte Ding? Ich glaube, ich weiß das zweite. Wir fahren jetzt lustigerweise die Sachen ein oder auswählen soll. Ja, darfst du.
dann müsstest du deinen Namen sagen, ja? Agles Unendlichkeitsball? Das ist. Nee. Das war doch Portal mit Unendlichkeitsball, irgendwas. Das auf jeden Fall. Das ist leider nicht der Name. Ich hab aber was, glaube ich. Das war aber der Alter Energiedetektor, SAED. Das wäre tatsächlich richtig, ja. Ach, leck mich doch. Okay. Dann gab es noch den kleinen, lauten, unbesiegbaren Golem Klug. Klug! Genau, Klug. Der war und super. Den Interraum-Translokator. Genau, der Interraum-Translokator. Okay. Klug, das war der, den ich die ganze Zeit nämlich suchte. Darin wurde die eine Tusse eingesperrt da. Genau, danach habe ich die ganze Zeit gesucht. Deswegen habe ich das andere erst so spät im Kopf gehabt. Ah! Kann ich nicht. Der Klug. Und der Unendlichkeitsball ist eine andere Sache. Klug! Also, der Story-Abschnitt, ja. Du bist nicht klug. Das. So, das war 300. Das heißt, bei Agles minus 300. Das heißt, ich bin jetzt bei minus 600 oder schon 900? Bei minus 600. Ach, kann ich noch. Wie übrigens, weil wir vorhin beim Thema waren, das war auch ein Klassiker, ein sehr farbenfrohes Tier. Zebra. Stimmt, ja. Absoluter Klassiker. Sowas passiert ja halt auch nur live, ne? Das ist halt auch, man will schnell sein, denkt dann, man hat es und stellt dann fest, fuck. Riss-Stabilisator. Das ist so viel logischer. Wie ich gerade beim Schätzen. Daneben, ey. So, wo habe ich denn meinen Würfel hingeschmissen? Ach da. Sonst hätte ich einen der anderen drei genommen. Gut, die das Person, die sich als nächstes ausruhen darf. Ist Agles. Der Würfel kannst ist doch den anderen nehmen. Ich suche in der Zeit mal einen anderen Würfel raus. Gut, also ich kann mich noch nicht entscheiden. Ja, komm schon. So viele 200er noch. Oder du gehst mal U30, 400. Wir müssen das erste Mal eine Frage zu einer Antwort stellen. Ja, das wäre spannend. Na komm. U30, 400. Nimm es. Ich hasse es, wenn nicht auf Spitti. Ich hasse es, wenn er mich beeinflusst. Ja, auch. 30-400. Was okay. Nimmst du? U30-400. U30-400. Oha. Junge, okay. Fragen kann ich stellen. Das funktioniert. Dieser Char tritt der Legion des Spielers bei, nachdem man ihm geholfen hat, den Geist eines Kriegsmeisters zu besiegen. What? Wir suchen einen Charakter. Kojima Whitlock. Das stimmt leider nicht. Das ist doch keine Frage, zu der du eine Antwort stellen musst. Eine Antwort, zu der du eine Frage stellen musst. Fion, das Gespenst. Ach ja. Gab es da nicht zwei, zwischen denen du die Wahl hast? Zwischen dem Gespenst und dem anderen. Ich hatte die doch beide in meiner Story drin. Ja, aber Fion, der andere wird der nicht. In der anderen tritt der, glaube ich, nicht bei, oder? Sicher? Egal, okay. Ich habe keine Ahnung. Ich hab's noch. Aber es war auch nicht Redlock. Der andere wäre Saw Doomsday. Ja, das klingt gut. Das hätte ich dann beides gelten lassen. Okay, ja. Na gut. Gut, was lernen wir daraus? Uns doch nochmal ausführlicher auf so ein Quiz vorbereiten. Ey, ich bin echt... Ich bin auch überrascht. Das ist meine Verteidigung, ich war im Urlaub, was habt ihr? Ich war heute noch 3 Stunden raiden. Weil ich noch Vertretung habe, LOL gespielt. Ich habe letzte Woche vielleicht Fachreferat gehalten. Ja, ist in Ordnung. So. Büffelwens. Jo, kleinen Moment, ich muss einmal nochmal kopieren. Warum hast du eigentlich manchmal Faust und manchmal Striche? Das ersetze ich jetzt Stück für Stück. Achso. So. Professionell aus, das könnte von mir sein. Ja, ne? Ich hab hier in Content gehofft. Guck nicht auf. Einfügen, Duplikat. So, kann der hier weg. Ja. Hatten wir denn jetzt? Wir hatten bei U30 jetzt Menschen, Asura, Char. Das heißt, die letzte Frage ist eine Norn-Frage, ne? So. Alles in der 30er-Story. Also, ich nehme den neuen Würfel. Jetzt kommt wieder. Es ist Kojima. Ja, in der neuen Person. Ja, versuchen wir uns mal U30-500. U30. Ey, wer von euch kennt denn Norn-Geschichte? Komm schon. Ich hab einen Norn, aber der ist leider nur bis. Oh, der ist bis 30 Story durch. Okay. Okay.
werde auf 30 spielen, wäre die Frage. 90 zu 21, scheiße. Ich stelle die Frage. Und zwar mit einer drastisch, also wir suchen wieder irgendwas. Mit einer drastisch veränderten Variante dieser Golem-Art beging Ratsmitglied Haya Verrat am Arkanen Rat und versuchte möglichst viele Ratsleute zu töten. Deshalb finde ich das den Norn gegenüber unfair. Ernsthaft schon wieder, Asura? Ja, seriously? Jetzt haben wir die Frage. Frage kann nicht von mir sein, ich mag keine Asura. Mit einer drastisch veränderten Variante dieser Golem-Art beging Ratsmitglied Haya Verrat am Arkanenrat und versuchte, möglichst viele Ratsleute zu töten. Stimmt, ja. Aber stellt sich dann die Frage. Also, wir suchen gerade eine Frage dazu. Wir suchen quasi etwas in Form einer Frage. Ich blick's nicht. Also es wäre quasi ein, nochmal als ein Beispiel, mit seinen genetisch veränderten Waden hat dieser Streamer einen anderen Streamer ermordet. Da wäre dann die gesuchte Frage das quasi, wer ist Mr. Vance? Ah, okay. Sputti. Sputti. Wie heißt der Golem von Soldier? Das ist leider falsch. Weil ich hatte jetzt im Kopf, dass die vielleicht eine andere Version von hier ihrem Golem genommen haben und damit Zantaten gemacht haben. Okay, der Golem ist ein Mark II, glaube ich. Und das ist 20er Story, das mittlere. Also nicht Unendlichkeitsball und nicht auch nicht Regenmaschine. Es handelt sich um den Dienstleistungsgolem VAL-A. Ja klar! Also, was ist ein Dienstleistungsgolem in Klammern Fall A? Ein Dienstleistungsgolem hätte mir gereicht. Das ist Golem. Da habe ich ja so was zu wenig gespielt. Aber habe ich jetzt gerade 500 die, Punkte geopfert, es, wirklich? Ja. Leck mich doch. Das finde ich gut. Das war die 500 von dem dreisten 10.500 Copy-Paste dreimal in Folge. Das ist in Ordnung. Fertig. So, damit sind die beiden Kategorien auch zu. Das heißt, als nächstes aussuchen darf sich... Ich möchte kurz anmerken, Akuma Rex hätte das gewusst, ja? Ja, der ist ja auch gut. Was war mit den Service-Bots? Da, fuck! Was ist los mit dir, Matthias? Was ist, was hat nochmal los mit dir? Kojima, du darfst nochmal. Warum hab ich reingegangen? Nochmal. Bitte eine Istan-Frage, bitte eine Istan-Frage, bitte. Womit verwertet man Gegenstände der seltenen Kategorie nicht wieder? Was ist ein kupferbetriebener Wiederverwerter? Okay, jetzt komm, sag an. Kojima. Kann das weg? Kann das weg, okay. 200 dann. War jetzt nicht die Frage, oh. Nein, das war nicht die Frage, Engels. Das war leider nein, tut mir leid. Kann das weg? 200. Gesucht ist wieder ein Gegenstand. Ein Gegenstand, der nach, also das ist die Beschreibung. Ein Gegenstand, der nach Reinigung und Sterilisation in der Küche und für medizinische Zwecke eingesetzt wird. Tipp, kann in POF-Gebieten gefunden werden. Um welches Item geht es hier? Ori. Ja? Die Kupferzinnkanne. Leider nein. Ich weiß erst noch nicht, wie du darauf kommst. Warte. Die 10-Kaffeekanne, oder? Oder irgendwas in die Richtung? Nein, leider nein. Es handelt sich, es ist eigentlich sehr naheliegend. Das hat man sehr oft bei der Pinata gekriegt. Was? Wusstet ihr etwa nicht, dass Choya-Stacheln medizinisch einsetzbar sind? Ach scheiße, da habe ich ja so gelacht in der Beta drüber. Ah. Choya-Stacheln sind medizinisch einsetzbar? Ja, man kann sie auch essen. Ja. Ich habe die, glaube ich, nie bekommen. Was? Habt ihr alle gesoffen, als ihr dieses Quiz gemacht habt, oder was? Da musste ich aber in der Beta übel drüber lachen, über diesen Tag. Boah. So, okay, dann... Gib mal einen Zwischenstand, damit auch die Zuschauer was davon haben. Und ich mache jetzt auch schon mal, damit die Zuschauer ebenfalls was davon haben, das 400er Game Giveaway so ein bisschen im Hintergrund. Ihr müsst dazu einfach nur
ich bin heute mal netter Mensch. Hashtag VanceHype, weil er so schön produziert hier. Ja, und gibt einen Zwischenstand, Vance. Wie steht's? Alex hat 600 Punkte. Dann Eglis hat minus 600 Punkte. Ori ist stabil auf 0. Und Kojima ist bei minus 400. Hey, ich bin Zweiter! Wow. Immer noch Dritter. Hashtag VanceHype, wenn ihr an einem 400 Edelstein Giveaway teilnehmen möchtet. Spaß euch. Wir lassen das einfach mal so 4-5 Minütchen laufen. Ich roll dann auch im Chat aus, ohne dass ich uns hier im Stream unterbreche. Okay, dann mach ich einmal kurz hier so den Zwischenstand für mich rein. Ist 600 und 600. Eine Überzeugung, ja. Ori, das gerade aber auch gesagt hat mit der Kanne, ne? Das macht mich so fertig. Mit was für einer Überzeugung? Kaffee kann benutzen. Ja. So. Vor allem OP, da benutze ich auch mal Kaffeekannen. Das habe ich schon immer gehört, aber gut. Ja, okay. Gesagt, Live-Umgebung. Ich würfel schon mal. Bitte. Oh, da ist mir einfach runtergerutscht, aber das bedeutet, dass Alex raten darf. Hey! Kann man den nicht rauslassen? Hast du keinen dreiseitigen Würfel? Leider nicht, nein. Hat das funktioniert? Ich glaube nicht. Was hat funktioniert? Einfach auf die Face gemacht. Ach so, die habe ich gerade nicht offen. 2 L. Warte. Spast 200. Macarena, du Vollidiot. Macarena 200. Die Frage lautet: Ja, da könnte man schnell sein. Wer bewachte Pallava Yoko nach seinem ersten gescheiterten Versuch, die Herrschaft von Ilona an sich zu reißen? Wer bewachte Pallava Yoko? Buddy, der Orden der Gerüchte? Das ist korrekt. Ja, klar. Klar, ja. Gut, das freue ich mich ein kleines bisschen. Um da Guild Wars 1 zu zitieren: Aber dieses Gefängnis war nicht von Dauer. Als der dunkle Gott Abaddon an Macht über Ilona gewann, sah sich der Orden der Gerüchte, welcher Pallava Yoko bis dahin bewacht hatte, dazu gezwungen, ihn freizulassen, damit er den Sonnenspieren helfen konnte, die Bedrohung durch Abaddon abzuwenden. So, das heißt, plus 200 für den Macarena-Boy. Und der darf sich jetzt auch wieder was aussuchen. Es bleibt bei Macarena 300. Oh Gott. Die derzeitige Kategorie hier mit Geld was anzufangen. In der Story von POF, in der wir die Geisterwelt besuchen, treffen wir auf einen angeketteten Gefangenen, der sich als Pallava Yoko entpuppt. Nenne einen der 7 Beinamen, die König Yoko trägt. Ori. Lichking. Also die Geister von Barbie, der Lich. Das reicht mir schon. Die Geister von Barbie ist richtig. Sein gesamter Herrschertitel ist nämlich Yoko der Unausweichliche, der letzte der altehrwürdigen Könige, der Unsterbliche, die Geister von Barbie, der Gefürchtete, der Geliebte, der ewige Monarch aller Dinge. Okay, 2 hätte ich gewusst von denen. Aber das heißt, 300 Punkte für Ori. Ja. Hey, Punkte. Und hey, dann darfst du dir auch die Kategorie aussuchen. So viel Auswahl. So, ich muss einmal noch hier die Macarena langziehen. Ich kann es nicht lesen, warte. Abgeschrieben. Abgeschrieben. 200. Das wäre abgeschrieben 200. Wer schrieb? Botschaft erhalten. Ihr müsst jetzt mit äußerster Dringlichkeit handeln. Die Suche nach Caudecus geht weiter, aber es hat noch niemand die Zentaurenlager überprüft. Sammelt eure Leute und seht nach, ob die Zentauren ihn verstecken.
Aha. Kojima. Kojima. Nein, es war E, der die Botschaft geschrieben hat. Ach, stimmt. Wenn E sich als Logan Zachary herausstellen sollte, dann. Nächste Punkte nachgetragen. Mal dann mal, bitte, weil wenn Vance. Wird das redet, nachträglich geändert. Okay, jetzt passt wieder. Dann, also ich würde das kurz anmerken, ich sage das jetzt hier offen im Stream, wenn sich jemand herausstellt, dass Logan Thackeray E ist, kriegt Tim 400 Edelsteine. Ja. Mhm. Nur für den Fall der Fälle, ja. Wenn sie es irgendwann mal verraten. War ich doch nie von der Königin Jennas Seite. Die soll leider Zeit haben, Briefe zu verteilen in der Map. Das ist richtig, ja. Wie macht Gossip Girl das denn? Also nicht, dass ich es gesehen hätte. Aha, du guckst also heim wie Gossip Girl. Aha. Nein. Okay. Aber ehrlich. Nein, das schaue ich doch nicht. So schlecht ist die Serie nicht. Wow, okay. Ich musste mir einmal eine Staffel anschauen, weil ich eine Wette verloren habe. Der Freund meiner Mutter schaut liebend gerne Desperate Housewives. Jetzt nochmal, darf ich Minuspunkte setzen nachher, bitte? Nein! Nein! Doch, du kannst natürlich deine Minuspunkte verdoppeln, um noch schlechter zu werden. Und lass uns das. Ja, ich überlege mir da on the fly noch was, wie da mit den Minuspunkten umgegangen wird. Vielleicht kriegt einfach nochmal jeder 1000 Punkte drauf. Damit er zumindest was zum Setzen hat. Mal gucken, ob Auglass da noch, ob der nicht noch mehr als 1000 Punkte braucht. So, einmal. Es ist Agnes. Du darfst dir Minuspunkte holen. Macarena 400. Macarena 400. Es wird wieder eine Person gesucht. Er schrieb das musikalische Leitmotiv für die Melodie von Pallava Yoko in Guild Wars 2. Oder / er komponierte. Über den haben wir in letzter Zeit viel geredet, weil er dieses andere gemacht hat. Mann! Echt? Denke. Es gibt ja nur zwei. Wie viel 400 Punkte sind das, ne? Der Scheiß ist mir zu heiß. Nein, ich hab keinen Bock, noch 400 Punkte zu verlieren. Will irgendjemand antworten? Ja. Ja? Ja. McLean Dima war das, glaube ich, oder? Du hast tatsächlich recht. Es ist ja McLean Dima. Es gibt zwei, wo es machen. Ja, aber aktuell macht es eigentlich nur noch Dima. Das hätte ich halt auch sagen können, aber ich wollte keine 400 Punkte verlieren. Außerdem wird es Zeit, dass Agnes ein paar Punkte gibt. Ja. Agnes. Soll ich noch Fragen, bitte? Plus 400. Das heißt, er hat jetzt nur noch minus 200, ne? Ja. 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 Hui. Mach dir Gedanken, Thema, er kommt an. Aber hinten sind die Schweine fett, heißt es so schön. Ich wollte gerade sagen, ich möchte mal ganz kurz anmerken, dass die Fragen 300 plus deutlich einfacher sind als 100 und 200, ja? Ja. Ich weiß auch nicht. Zum Glück sind wir mal so los. Aber das wäre. Ja, Ori, du hast gesagt, wir sind sie los. Das heißt, es kann nur besser werden. Kann nur besser werden, jawohl. Agnes, das heißt, du darfst nochmal. Weil wir schon dabei sind. Macarena 500. Macarena 500. Wir suchen wieder etwas. Dieser Stein schimmert wie durchsichtiges Gold und teleportiert euch zurück zur Eikammer in Tahrir. Ori. Oh. Ori? Was macht der... Oh, scheiße. Ja. Okay, Agnes. 3. Nein, 2, es gibt kein Agnes mehr. 1. Ich muss ins 0. Blaue raten. Ja. Was macht der Portalstein? Reicht leider nicht ganz. Es ist der Portalstein zur Eikammer, ne? Was ist der so? Erhabenen Portalstein? Portalstein, ja. Scheiße. Erhabenen? Oh. Ja. Scheiße. Hättest du es gewusst, Egolas, oder hättest du dir jetzt nochmal Minuspunkte geholt? Ich hätte auch Portalstein gesagt. Minus 2 hast du mich. Wundervoll. Nice try, Obi, nice try. Hey, das heißt. Right, you failed, now you can rest. Leute, ihr könnt was. So, als nächstes dran ist. Nochmal Agnes. Ich muss wieder den Würfel wechseln. Macarena ist weg, ne? Ja. Macarena ist weg, ja. Legendär 400. Nochmal ein bisschen Party ins Spiel. Legendary 400. So. Legendär 400. Ah, das ist schön. Nehmen wir dafür doch mal das hier. Ich fürchte das Schlimmste.
wir suchen wieder etwas. Beziehungsweise wir suchen eine Frage. Zu einer legendären Waffe gehört immer ein Precursor. Diese kann man sich unter anderem auch über die legendären Sammlungen herstellen. Wo man teils bestimmte Gegenstände benötigt für diese Herstellung. Für diese Sammlung benötigt man eine kapazitive Flasche. Hä? Ich denke genauso gerade wie du, Schmutti. Komm mal, ich weiß auch nicht, was er will. Für diese Sammlung benötigt man eine kapazitive Flasche. Doch alle mal gemacht, ey. Ich hab alle ersten Sammlungen gemacht. Aber kapazitiven Flaschen sind doch nur. Das dürfte keine erste Sammlung sein. Das sind doch nur. Ja, aber. Ich glaube, ich habe die Waffe im Kopf, aber ich weiß deren Namen nicht. Bei 400 sind wir, ne? Ich bleib dann trotzdem noch Erster, ne? 400. Muss ich daraus jetzt eine Frage formulieren? Hat Douglas vorhin auch nicht, ne? Ah, du kannst es probieren. Und ich bin vielleicht nett. Echt, Welchen Gegenstand braucht man bei der dritten Sammlung von Blitz? Nicht schlecht. Echt? Bei der dritten Sammlung von Blitz-Schockangriff braucht man nämlich eine kapazitive Flasche. Ja, das habe ich doch im Kopf. Ich habe den Guide nicht geschrieben, aber ich habe es, meine ich, im Guide gelesen. Und, ich meine, wir haben nämlich damals den Schockangriff. Jetzt muss ich gucken, wer das ist. Was braucht man zum Herstellen? Fick dich. 10 Haufen rauen Sand, eingeladenen Magnetstern, Stein, ein thermokatalytisches Reagenz und einen Mithrilbarren. Geht ja eigentlich vom Preis her. Ich stelle übrigens gerade fest, dass unsere Schockangriffssammlung noch auf Stufe 1 ist. Okay, wenn irgendjemand von euch mal Schockangriff 2 und 3 gebaut hat, fühlt euch frei, mir das zu schicken und dann aktualisiere ich den Guide. Warum ist unser Schockangriff-Guide so scheiße? Tja. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn nicht gemacht. Ich mache gar nichts. Ich auch nicht, ganz offensichtlich. Sonst würde da mehr stehen. Für Guide schon einmal eingestellt worden. Ja, schreib halt mal einen Guide, Auglass, dann weißt du sowas auch. Ich werde mir niemals Blitz bauen. Blitz ist hässlich. Warum? Da baue ich mir noch eher Knaller. Piu. Du hast doch was anderes schon gebaut, was hässlich ist. Sein Charakter? Nein. Wer hat eigentlich das Giveaway gewonnen? Das Giveaway hat vorhin gewonnen und es kommt sich nicht mal bedankt. Fabio Sini. Fabio, wie kannst du folgt uns seit dem 26. September 2015. Ah, da muss man sich auch nicht bedanken. Das ist auch generell jemand, der scheinbar sehr still ist. Aber das ist. Es ist okay. Ist okay. Stille Wasser. Dafür schaut er uns lange genug zu. Oh ja. Okay, Sputti, bitte. 400 Punkte gewonnen. Komm, dann machen wir es zu. Legendär 500. Legendär 500. Diese Belohnung erhält man im Zentrum der Katakomben von Ascalon vom legendären Gegner des Story-Modus. Wir suchen einen Gegenstand. Das müsste ich wissen. Nochmal bitte. Diese Belohnung erhält man im Zentrum der Katakomben von Ascalon vom legendären Gegner des Story-Modus. Kann man denn von. Hat man von ihm bekommen? Ich sehe ratlose Gesichter und ein Bild von Agnes. Ich probiere noch. irgendwas hat man da bestimmt bekommen von dem Typen. Irgendwas hat man ja definitiv von ihm bekommen. IV. Nein, ich möchte jetzt auch ungern einen Tipp geben, weil Alex im Normalfall sowas reicht. Okay, es gibt einen Tipp. Hör mal kurz weg.
Da, da, la, la, la. Überlegt mal, welcher Boss könnte das denn sein? Was ist das für eine dumme Frage? Achso, den Boss kenne ich. Aber das könnte... nee, ist mir zu viel wert, um das jetzt reinzuraten. Möchte also ja, niemand... Ja, das ist 500, sonst würde ich das halt auch machen, irgendwie. Das 500 ist mir ein bisschen zu heiß. 5. Oh, die Frage. Die Frage war, diese Belohnung erhält man im Zentrum der Katakomben von Ascalon vom legendären Gegner des Story-Modus. Und ich sage 5, 4, 3, 2, 1 und vorbei. Tränen von Ascalon bekommt man auf jeden Fall. Es handelt sich um die Beutekiste der Legende Adelbären. Natürlich. Kennt man doch, oder? Und ich glaube, der Teamspeak hat gerade Schluck auf. Ach so, im Stream hört man mich. Ach, das ist schön, das ist, wenn man mal nicht am dem Ende des Teamspeaks sitzt, des Streams sitzt, wo man da nicht mehr gehört wird, wenn der Teamspeak nicht mehr möchte. Gut, das hat auf jeden Fall lost. Niemand machen wollen. Ich habe einen Disconnect, das ist interessant. Connected. Das war ich bin das wieder war da. Das. Ja, gut. Drin. Welches war das? Das war das. So, damit ist das auch zu. User in your channel was kicked from the server. Wenn es 1 gekickt wird, dann so gut. Okay, ja. Okay. Dann würfel ich. Hier mit diesem Würfel. Ich finde übrigens die Antwort von Gloomy gut. Erfahrung, ein bisschen. Oh, das hatten wir lange nicht. Karma. Ori. Okay. Oh. Ja, viel Auswahl habe ich nicht. 300 oder 300? Naja, gute Auswahl. Kann das weg? 300 würde ich sagen. Kann das weg? 300? Natürlich muss dieses Quiz eine Löffelfrage haben. Und zwar. Die Löffel sind geil. Ach Gott. Wie heißt der Löffel, den man bei Tequatl erhält? Oh. Und zwar nicht den kaputten. Den habe ich lustigerweise schon. Den habe ich den ersten Mal bekommen, aber ich weiß nicht mehr wie. Den kriegt man, glaube ich, immer. Also, man wird dann irgendwann damit zugeworfen. Man kriegt dann nur noch zerbrochene Löffel. Aber danach fragen wir ja nicht. Wir fragen nach dem Löffel, dem unkaputten Löffel, das ist nämlich ein anderer, den man kriegt, wenn man Tequatl das erste Mal tötet. Das sind 300. So lange her. 300 ist scheißegal. Sputti! Ja. Geschnitzter Knochenlöffel. Das ist korrekt. Oh. Stimmt. Entschuldigung, ich habe ein bisschen hart auf den Tisch gehauen, aber das ist. Ja, der arme Tisch. Sehr schön. Der Tisch ist, glaube ich, schon gebohrt vom Sputti. Ja, und der wird immer geschlagen. Wisst ihr übrigens, was ich gerade noch geschlagen habe? Dieses wunderbare Buch Herrschaft der Drachen. Und irgendwo höre ich mich doppelt. Ja, bei Eglis. Naja. Das übrigens unterschrieben wurde, unter anderem von Julia, von Jenny, von Kati, von mir, von Vance und von Fashionfuchs. Ja, sehr schön. Weißt du schon. Sowas bekommen? Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal jemand bekommen möchte. Gehört, das verlosen wir irgendwann an Subscriber, ne? Ja. Weil wir richtig Sellout-mäßig sind. Ja, richtig Sellout. Also wenn ihr eventuell in nächster Zeit, und ich sage bewusst in nächster Zeit, wer jetzt subscribed, ist auf jeden Fall zeitlich drin, dieses wunderschöne Buch gewinnen möchte, ihr solltet das tun. War das nicht irgendwie bei 175 Subs oder so? Wie bitte? Hast du nicht gesagt, bei 175 Subs gibt es das Buch? Nö, das kann man mal so raushauen. Seien wir mal realistisch, als würde Gilius 175 Subs schaffen. Darf man auch über 250 Zuschauer haben. Ja. Es gibt ja leider nicht mehr den Subscriber-Only-Chat, sonst hätten wir da beim Raid-Stream vielleicht ein bisschen mehr Geld gemacht. okay, ja, Alex, dann. Dann nehmen wir die letzte 300 auch noch. Okay, abgeschrieben okay. 300. Das wäre dann hier. Es handelt sich wieder um ein Zitat, was ich jetzt vorlesen werde. Trauert nicht um die Gefallenen. Im Tod stehen wir mit ihnen Seite an Seite. Unsere Feinde werden um ihre Namen wissen. Sie werden niemals vergessen sein. Ascalon wäre ewig.
gezeichnet unbekannter Soldat. Wo steht dieses Grabmal? Super, dass ich Ascalon erkundet habe. Nicht. Nehmen wir an, nicht in dem Dungeon, sonst würdest du diese Frage nicht. Ich habe das schon gelesen. Ich habe das Englisch schon gelesen. Ich habe den Ort ungefähr im Kopf, wo das ist. Ich weiß nur nicht mal den Map-Namen. Echt? Okay. Ihr habt da eine Ahnung? Ich möchte übrigens ganz kurz anmerken, hier wurde gerade geschrieben, Sputti, in dem Dungeon gibt's, im Story-Mode gibt's keine Tränen von Ascalon. Das stimmt. Ja. Keine Ahnung, wo das Grabmal steht, ey. Kartenname brauche ich nicht, wenn mir der Ort genannt wird. Also. Du fragst nach dem exakten Ort. Ja. Macht's nicht einfacher. Nein. Kurz jemanden bei WhatsApp antworten. Ihr macht das schon. Ich mach das auch ganz oft in der Kamera. Ich werde diese Frage auch nicht beantworten, aber Sascha braucht meine Antwort. Darfst du nochmal den Teil wiederholen? Natürlich. Trauert nicht um die Gefallenen. Im Tod stehen wir mit ihnen Seite an Seite. Unsere Feinde werden um ihre Namen wissen. Sie werden niemals vergessen sein. Ascalon wäre ewig. Ein unbekannter Soldat. Ein unbekannter Soldat. Ascalon und Friedhof. Siedlung von Ascalon? Ja. Eine Antwort? Das ist es deine Antwort. Denn ja. Siedlung von Ascalon ist tatsächlich richtig. Oh, das steht ja oben hinten auf dem Siedlung Felsen, Ascalon, ne? Ja. Gedarafelder. Oh, leck mich doch, ja. Gedarafelder, wow. Friedhof. Genau. Siedlung von Ascalon. Sie heißt eigentlich Stadt von Ascalon, aber das ist egal. Siedlung Ascalon, Gedarafelder. Aglis. Wie viele Punkte hat er jetzt? 300. Das heißt, er ist jetzt bei 100. Er hat 100 plus? Ja. Da kann man auch mal klatschen, ne? Das ist, Und nach wie vor auf dem zweiten Platz, gell? Also so ist es ja. Ori ist... Nein, ich bin mit minus 200. Wie wär's mit einem Zwischenstand? Ori ist bei... Minus 200. Ja. Ori ist bei minus 200. Kojima ist bei minus 600 aktuell. Aglis ist bei viel zu viele Zahlen, 100. Sputti ist bei 1500. Ups. Also das mal bitte ohne Sputti. Ups. Nur weil du dann führst. Also Tim. Da geht viel zu viel. Ich sag's mal so, Tim, ne? Jetzt kommen noch zwei 400er und zwei 500er Fragen. Das sind also theoretisch 1800 Punkte. Damit kannst du mich schon nicht mehr einholen, aber du solltest jetzt alle davon beantworten. Ob es richtig oder falsch ist, schlimmer wird's nicht mehr. Glaub mir. Ja. Machst du mal einen Haken bei 300 rein? Jo. Ja. Und dankeschön, Steve, für deine Subscription. Ich nutze das jetzt einfach mal hier, dass wir gerade... Ganz weg, abgeschrieben. Zack. Okay. Aglis. Ach du Scheiße. 400 oder 400? Kann das komm. 400? Wie bitte? Kann das weg 400? Kann das weg 400? Er wird leiser, wenn ich rede, kann das sein? Vielleicht hat er eins. Hier ist er komisch. Kann das weg 400? Okay, wir suchen wieder einen Gegenstand. Och nee. Man erhält ihn, wenn man arkanen Staub, Pilzpotpourri, einen riesigen Bienenstock und eine Fiole mit Ori. Wasser des verlorenen Dickichs mischt. Ori? Was macht der Geist? Wie bekommt man den Geistertrank? Sehr gut. Es ist an sich ein etwas anderer Name. Der Name wäre tatsächlich Geistersuchetrank. Ach, Geistersuchetrank, ja, schon gut. Ja, nee, sorry. Was? Ich war vorhin beim Hospital auch ein Arschloch. Ja, aber du warst doch bei der Hagenstein bei mir ein Arschloch.
Jetzt habe ich echt zweimal, ey. Mann. Ja, fairerweise hat er nicht Unrecht. Ich würde das sogar durchgehen lassen, wenn es nicht einen geisterhaften Trank geben würde. Ja, aber was ach, scheiße, macht. Der ja. geisterhafte Trank verwandelt dich in die, einen dieser Ortgeister, nicht? Askalon-Geister. Die Askalon-Geister, genau, ja. 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 Also im Normalfall, wie gesagt, hätte ich das durchgelassen, wenn es jetzt nicht einen eigenen geisterhaften Trank geben würde. Scheiße, aber den gibt Geist. Es und ja. Aber das ist es halt genau, ne? Live-Umgebung. So was würde dir niemals passieren, wenn du nicht unter Druck wärst. Das ist ja. einfach so, ja. Bin ich echt ganz hinten, scheiße. Macht nichts. Tim gibt sich keine Mühe, nach vorne zu kommen. Das mir fallen die Namen nicht ein. Ich hab den erst vor kurzem selber gemacht. Der liegt bei mir auf der Bank, das ist echt scheiße. Ach, das wird schon aber noch. Ey, so komme ich auch auf den dritten Platz. Oh. Wer gemeint auf den dritten, oder nicht? Und Kojima, du darfst ja auch direkt aussuchen. Kann das weg 500? Kann das weg 500? Hier suchen wir tatsächlich wieder etwas. Und zwar, in den Wüstengebieten befindet sich der legendäre Knochenpalast Yokus. Um seine Entstehung ranken sich einige Mythen. Unter anderem ist bekannt, dass grausame Experimente die Knochen dieser Rasse wachsen ließen, woran sie schließlich qualvoll verendeten. Diese Knochen wurden dann genutzt, um den Knochenpalast zu erbauen. Oh. Wir suchen wieder etwas. Ori Centura, Zentaurenknochen. Das ist richtig. Was sind die Zentauren? Ja. Was? Ernsthaft? Zentaurenknochen? Ja. Zentauren. Ja. Das war mir nicht bewusst. Wir schon. Sehr schön. Mir schon. Ja, gut. Ja, da kommt jetzt einmal der Streber in Ori raus. Ja, und sofort hat er auch schon. Ein breites Brüstchen. Hätte ich echt nicht gewusst. Hätten auch Sandwürmer oder, weiß ich nicht, die Knochen von Bens Mutter sein können. Ja, die reichen auch für den Palast. Was du den Schülern theoretisch beibringen kannst? Da gibt es nämlich die Frage, warum sind Turas ausgestorben? Und da ist nämlich auch eine Antwort raus, der hat einen Knochenpalast draus gebaut. Ah. Man lernt nicht aus, deswegen Kinder, geht in die Schule. Nächstes Mal nehmen wir Marco mit, der gedacht hat, dass man aus der Honigwabe und Kohl Maujay baut. Ich glaube, da ist sowas aber auch mit bei. Maldray könnte auch Honig brauchen. Nee. Oder? Und Scherben und diese das komischen... sind doch dutzende Schritte zwischen. Ja, aber da ist nichts auch nur ansatzweise. Muss man das nicht irgendwie füttern? Oder? Nein. Gut, Ori. Bitte. Ja, er hat du hast die große Wahl. Ja, ich nehme das andere. Abgeschrieben 400. Abgeschrieben 400. Oh, das ist gemein. Ich zitiere wieder etwas. In Angedenken an Vivian, 1215 nach dem Exodus bis 1219 nach dem Exodus, geliebte Schwester, möge sie für immer mit den Meerjungfrauen tanzen. Wir suchen, worauf das geschrieben ist. Worauf das geschrieben ist? Da kann man jetzt blöde Antworten geben. Buti? Ja. Welche Tafeln wurden von Cobia Mariner aufgestellt? Das ist doch diese komischen Cobia Mariner Tafeln. Ich würde tatsächlich sagen, das kann man gelten lassen. Was sind die Mariner Gedenktafeln? Gedenktafeln, ja. Weil das ist ja, die Viviane ist doch seine Schwester, die da irgendwie Poller verloren hat. Und da stehen doch 12 Stück, Elfen Löwenstein, einer unten in der Meerenge der Verwüstung. Und einer davon müsste. Das habe ich tatsächlich mir sogar mal gemacht, aber das ist halt auch schon 4-5 Jahre her. Ja, ja, aber Viviane ist halt Cobia Mariner. Ah. Ja. So, und dann nochmal plus 400. Es tut mir so leid, es tut mir wirklich. Und dann darfst du dir die letzte Frage aussuchen. Ja, abgeschrieben 500. Ich beantworte die einfach. Richtig oder falsch ist egal. Okay, abgeschrieben 500. Als zweites auf ihr steht geschrieben: Keine Angst vor Schwierigkeiten, harter Boden stärkt die Wurzel. Atari-Tafel.
Da stehen andere Sachen drauf. Was denn? Wo zur Hölle steht das denn? Kannst du den Satz nochmal wiederholen? Keine Angst vor Schwierigkeiten. Harter Boden stärkt die Wurzel. Sieht doch nach irgendeiner Sibari-Scheiße, oder? Ja, sowas von. Alle anderen können natürlich auch gerne partizipieren. Wenn ihr es vor Sputti wisst. Ich weiß es nicht. Wolltest du nicht so oder so beantworten? Wollte ich nicht so oder so beantworten? Ja, komm, wenn keiner von euch was sagt, sage ich was. Aber dazu möchte ich erstmal, dass keiner von euch was sagt. Ich glaube, es möchte tatsächlich sonst jemand was sagen. Ich bin mit meinem zweiten Platz zufrieden. Passt schon. Buddy, wie heißt die Tafel, auf der Ventari Sachen niedergeschrieben hat? Welcher Tafel hat Ventari Sachen niedergeschrieben? Ja. Was ist Ventaris Tafel? Ventaris Tafel. Echt Ventaris Tafel? Das steht doch nicht wirklich auf der Ventari Tafel. Als zweites. Nein. Ja, irgendwie alles hat ein Recht zu wachsen. Irgendwie. Das ist der erste Spruch. Alles hat ein Recht zu wachsen. Hallo. Was steht denn sonst auf der Ventari-Tafel? Warte mal, das müsste ich doch wissen, was auf der Ventari-Tafel steht. Moment. Ja, ja, ich bin Sivari, ich weiß. Gut, in der Zwischenzeit rechne ich schon mal. Lebt in vollen Zügen und vergeudet nichts. Das ist auch nicht. Alles hat ein Recht zu wachsen. Die Blume ist die Schwester des Unkrauts oder sowas. Lasst Unrecht nie zu Bösen reifen. Handelt weise, doch handelt. Vom kleinsten Grashalm bis zum höchsten Berg geht, wohin das Leben geht. Das müsste das letzte gewesen sein. Ja. Der einzig dauerhafte Friede ist der Friede in euch. Müsste auch noch dabei gewesen sein. Und dann könnte da tatsächlich keine Angst vor Schwierigkeiten, harter Boden stärkt Wurzeln, könnte da tatsächlich draufstehen, ja. Ich dachte, da stehen so krasse aller Weltsprüche drauf. Da steht auch oft drauf, also was man so in Glückskeksen findet und sowas. Ich google das, warte mal. Ventaris Tafel, Ventaris. Und zwar, folgendermaßen sieht das aus. Das erste ist, steht da, ich lebte gut an den vollen Zügen, vergeudet nichts. Keine Angst vor Schwierigkeiten, harter Boden stärkt die Wurzeln. Der einzig dauerhafte Friede ist der Friede in eurer Seele. Okay, fast. Alles hat ein Recht zu wachsen, die Blume ist die Schwester des Unkrauts. Lasst Unrecht nie zu Bösem reifen oder Leid. Handelt weise, doch handelt. Und vom kleinsten Gras her müssen wir... Oh, ist doch gar nicht schlecht. Ich habe... auf zwei alles richtig. Ha! Das interessiert mich irgendwie an meinen Konfa-Spruch irgendwie so von der Qualität her, wo man sich irgendwas aussuchen musste, weil man was haben musste und dann irgendwas genommen hat. Ich meine, ich hatte aus irgendeinem Römerbrief, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem oder sowas. Nice. Das fällt auch voll in diese Kategorie rein. Ich hätte nie gedacht, dass das echt auf der Tafel von dem ollen Typen steht. Da steht sau viel drauf. Ja. So, ich würde sagen, ja, das ist die Frage. Also, Punktestand. Wir haben Kojima leider aktuell auf dem letzten Platz mit minus 600. Dicht gefolgt von Ori mit minus 100. Davor haben wir Eglis mit 100 Punkten. Und vorne vorweg ist Sputti mit knappen 2400 Punkten. Ich brauche nichts, hätten wir gewonnen. Es tut mir so leid. Ich wollte 1000 weniger haben. Ich bin davon ausgegangen, dass das nicht auf der Tafel steht, ja? Und, ja, wie machen wir das? Wir haben jetzt nämlich noch die Finalrunde. Zur Finalrunde selber. In der finalen Runde wird nämlich gleich eine Frage gestellt, für dessen Beantwortung alle 30 Sekunden Zeit haben. Ich brauche neben der Antwort auch die Punkte zugeschickt, die ihr setzen wollt. Zuerst die Punkte, ne? Zuerst die Punkte, dann die Antwort, nachdem ihr die Frage gehört habt. Also ja, machst du jetzt. Wenn du einen plus 1000 gibst, wird das auch merkwürdig, ne? Ja, ne? Ja. Lass doch einfach Minuspunkte. Also den Betrag. Also nicht den Minus, sondern den Betrag verwetten. Also sprich, das heißt, sie können auf 0 kommen, wenn sie richtig liegen. Oder auf das Doppelte runter, wenn sie falsch liegen. Ah, okay. Ja, meinetwegen. Ja. Das finde ich okay. Also wir können, wir sagen einfach Plus in Minus oder wie? Oder glatt? Also Sputti kann 2400 verlieren?
Kann, er wird aber nicht 2400 okay. setzen, denn er möchte die 2000 Edelsteine. Wie viel hat Auglass, wie viele Punkte? Ich hab 100. 100? Ah, taktisch schlecht. Ja, dann setze ich an dieser Stelle. Okay, kann ich sogar dann verraten. Whispert mir einmal, ob ihr... 2000, weil ich kann ja eh nur, da bin ich ja eh noch bei 400, richtig? Ja. Schade, Auglass, schade. Also Ori setzt dann seine minus 100 mit Option auf 0. Kojima setzt auch seine minus 600 mit Option auf 0, oder? Yep. Und Auglass setzt am besten gar nichts, weil er dann nicht verlieren kann. Das war... Nein, oder wie war das gemeint? Nein, ich setze 0 Punkte. Also ich will nichts setzen. Ach so, okay. Das heißt, du möchtest es nicht riskieren, dass sich da das etwas bewegt. Warte mal. Schau mal ganz kurz, Ori, wie viele Minuspunkte hast du? Minus 100. Ja. Wie viele Minuspunkte hat Tim? Minus 600. Heißt, wenn Tim richtig liegt, hat er 0. Und Ori minus 100. Wenn er falsch liegt, hat er minus 1200. Und Ori immer noch minus 100. Ja. Das heißt, wenn du nichts riskierst, kannst du verlieren. Tim. Wenn du was riskierst, kannst du nur gewinnen. Ja, scheiße. Das macht keinen Sinn, Ori. Okay, dann. Ja. Danke, Sporty, war's nicht. Okay, ich setze wirklich meine Punkte, ja. Okay. Ja. Das macht ihr logischerweise. Und Auglass setzt, weil das klug ist, 99. Nein. Er ist dumm, er setzt 100. Oder 0. Tja. 0 setzen ist schwachsinnig. Er setzt 99, weil er ein cool Kid ist. Ich hab's einen dicken Vans. Ja, ich hab von Aglis die Punkte. Jetzt 13,37 Punkte. Ich kann schon mal sagen, es handelt sich um die grob gefasste Kategorie Weltenbummler. Oh je. Also ich möchte an dieser Stelle schon mal anmerken, bleibt auf jeden Fall, nachdem wir mit dem Quiz durch sind, hier im Chat, weil ich verlose 2000 Edelsteine an euch. Es tut mir leid. Und das Ding ist, selbst wenn ich alles gesetzt hätte, hätte Englis die 2000 Edelsteine an euch verlost. Also. Ja. Okay. Geht nur noch um dann von dir, Kojima, noch einmal, zumindest, dass du mir den Chat öffnest. Danke. Genau, okay. Also, dann machen wir das Folgende. Also, sollten Ori und Kojima recht haben, sind sie beide auf 0. Das heißt, wir hätten dann zwei dritte Plätze. Halbieren wir das Gold für die beiden. Ja. Ja, 50, hey, immerhin, ne? Das ich bin leider aktuell auch nicht so ausgestattet in-game, dass ich sagen kann, okay, ich spendiere die 100 Gold. Das übersteigt tatsächlich... Ärmer geworden. Ja. Ich habe jetzt die zweite Sammlung von Astralaria fast fertig. Oh je, die Zeiten sind immer die schlimmsten. Gut. Haben also, alle gesetzt? Dann halbieren wir notfalls den dritten Platz, sollte es dazu kommen. Ja. Okay, dann... lautet die Frage, und dann starte ich, sobald ich die Frage beendet habe, die Uhr. Und es handelt sich wieder um etwas, was wir suchen, also um eine Kategoriefrage. Das heißt, ich möchte eine Frage haben. Als Tipp, es ist... Gebe ich einen Tipp? Nein. Nein. Okay, und zwar, dort liegen Sturmspitze, Schmerzklippen und Stromschnellen. Sturmspitze, Schmerzklippen, Stromschnellen. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Und die Zeit ist um, ich brauche jetzt Antworten. Sonst muss ich das als keine Antwort gelten lassen. Und dann sind die gesetzten Punkte so oder so weg. User in your channel timed out. Wow, der TeamSpeak ist on point. Und an dieser Stelle hat man gar nicht gehört, dass ich gerade dieses, wer weiß denn sowas, geklatscht habe. Nee, was hat man tatsächlich nicht. User was moved to your channel. Wow, okay. Hat man denn gehört, dass ich mich über Subscriber gefreut habe? Hat man das nicht? Nein, hat man nicht. Nein.
Ich habe mich bedankt für 164 Subscriber, das heißt 4 Stück, die heute dazugekommen sind. Okay. Okay, also ich habe von Alex eine Antwort, ich habe von Eglis eine Antwort, ich habe von Kojima noch keine Antwort, von Ori habe ich eine Antwort. Das heißt, man hat noch gerade nicht gehört, dass ich gesagt habe, ich brauche jetzt eine Antwort, die Zeit ist rum. Ja, gut. Ach, dieses Teamspeak. Ach, bei euch ist auch abgeschlossen. Ich dachte schon, ich hätte... bei jedem. Oder bei uns nur? Dreimal am Tag. Ja, es waren ein paar mehr Leute. Okay, also. Und das ist jetzt tatsächlich relativ interessant. Und zwar, die Frage lautet, dort liegen die Sturmspitze, die Schmerzklippen und die Stromschnellen. Ich habe als Antworten bekommen, einmal, wo gibt es drei Orte in, oder drei besondere Orte in Malkor Sprung? Dann habe ich, was liegt in den Baumgrenzenfällen? Dann habe ich, was befindet sich in der Super Adventure Box? Und was befindet sich in der Welt 2, der SAB? Und weil es tatsächlich am genauesten ist, lasse ich von Aglis das auf jeden Fall gelten. Von Sputti lasse ich es auch gelten, weil hier auch die SAB einzeln genannt ist. Und für Ori und Kojima heißt es da, es ist leider falsch. Yeah, ich krieg 150 Gold. Und hey, es... 100. Und es bleibt damit für euch quasi leider beim Minus. So, dass wir dann bei... Musst du doch verraten, was Aglis gesetzt hat. Das ach so. Nicht ach, das muss ich... Also. Was die Leute gesetzt haben, genau. Der Sputti hat 2000 Punkte gesetzt. Ori hat sein minus 100 probiert auf 0 zu bringen. Kojima hat probiert, das minus 600 auf 0 zu bringen. Und Aglis hat 50 Punkte gesetzt. Das ist 99, heißt, sogar ein Kollege. Das heißt, nee, egal, ich bin trotzdem Zweiter. Die Punkte, die er gesetzt hat, kriegt man dann doppelt, so war das, ne? Oder kriegt man dann einfach nochmal drauf? Nee, die kriegst du drauf. Die kriegst du drauf, ne? Das heißt, Aglis ist bei 150. Sputti ist ein Penner bei 4400. Kojima minus 1200 und Ori minus 200. Das heißt, wir haben folgende abschließendes Endergebnis. Leider Kojima auf dem letzten Platz vor, beziehungsweise hinter Ori. Ori ist auf dem dritten Platz hinter dem verhaftet wegen sexy Aglis. Und Gewinner ist mal wieder der Sputti. Gewinner Revanche. So, und wenn ihr die 2000 Edelsteine gewinnen müsst, dann müsst ihr euch jetzt bücken im Chat. Oh, oh Gott. Hashtag Sputti ist der geilste Kerl der Welt. Bitte genau so kopiert es, dann tut es nicht ganz so weh. Es immer den ersten dürfen Stab natürlich posten. Alle mitmachen. Es dürfen absolut alle mitmachen. Außer Guild News Mitarbeiter. Eigentlich, ja. Eigentlich muss ich mich dafür noch nicht mal bücken. Ich bin ja immer Schleim. Oh. wenn Ori jetzt die Games gewinnt, ne? Oder wenn Tim jetzt die Games gewinnt, dann ziehe ich meinen Hut vor. Ich würde es den beiden gönnen. Dann habt ihr mehr Glück im Spiel als im Spiel. Noch was ich hab zur Zeit so mehr Glück als Verstand, was, aber komm. Ja, es heißt auch immer Glück im Spiel, Pech in der Liebe oder andersrum. Und du hättest halt kein Glück im Spiel, aber Glück im Spiel. Ich habe gerade übrigens was gesehen bei Twitch. Ab dem 30. März kann man keine Post mehr per Twitch verschicken. Wie mache ich denn da die ganzen Giveaways? Per Whisper. Whisper sacken. Ja, ich weiß. Soll nicht per Discord. Ja, gut, das ist scheiße. Es ist immer schwierig, hundertprozentig sicher zu gehen, dass die Person, die halt bei Twitch so heißt, auch dann bei Discord genauso heißt und sich nicht jemand spontan schnell so... Also gerade wenn es halt, also jetzt bei 400 Games wird das kein Mensch machen, aber wenn es zum Beispiel um ein Mauspad oder sowas geht, sich schnell einen Discord-Account zu machen, mich dann anzuflüstern mit demselben Namen und dann muss ich herausfinden, welcher der richtige ist. Ah, ich finde es interessant, dass Aglis mit einem zweiten Account bei Twitch ist. Aha. Ist vom Mensch da? Da ist mein Schatz da. Oh Mann. Oh, Gloomy. Ich hoffe, das tut euch weh, dass ihr das schreibt. Ich hoffe, es tut euch weh. Es sind 2000 Edelsteine. Oh, Jenny. Ich hoffe, es tut euch weh. Ja, komm, das hättet ihr eigentlich auch wissen müssen mit der Super Adventure Box. Ich habe Super Adventure Box nie gespielt. Ehrlich? Oh, Sturmspitze. Okay. Ich habe Welt 1 versucht. Seit wann bist du denn dabei, Kojima? 2014
Mitte 2014 bin ich eingestiegen, hab dann immer länger wieder Pause zwischendrin gemacht. Ah, okay. Letztes Jahr August ungefähr wieder angefangen. Ja, dann hast du die Sub letztes Jahr gerade knapp verpasst, ne? Ja. Und 2013 war sie das letzte Mal vorher da. Dass du gerade subscribed hast bei uns. Eventuell. Das heißt, du hast uns gerade Geld dafür gegeben, dass du hier nichts gewonnen hast. Finde ich sehr sympathisch. Da können wir einfach mal ein bisschen hypen und vielen Dank an der Stelle, dass du uns da subscribed hast, auf jeden Fall. Und auch, dass du an der ganzen Sache hier teilgenommen hast. Genau. Du warst ja der einzig echte Bewerber, wenn man das so nennen möchte. Ori haben wir ja quasi heute Morgen dazu genötigt, Eglis auch, und war halt gesetzt. Ich hab mich erbarmt, sagen wir so. Wow, Ori, dafür kriegt ihr jetzt die 100 Gold, das ist ja klar, oder? Für so einen Spruch. Weiß schon. Und Dankeschön, Eglis, für das Verschenken von der Subscription an die Person, also an dich selber quasi. Oh Gott! Soll ich sie jetzt ins TS holen? Ja, hol sie rein. Nein, bestimmt selbst, lustig nach dem Stream. Selbst dann glaube ich es dir nicht. Selbst dann nicht, nee. bis ich euch zwei an einem Ort gesehen habe. Ja, übrigens Fotos auch nicht. Wir haben damals schon vom Hausmeister und seinem Bruder gelernt, dass man Fotos sehr gut fälschen kann. Aber ich kenne ein Foto von den beiden, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich auch, aber ich glaube Facebook nicht. Ich finde Darkwater gut. Fake-Profile machst. Was hat Darkwater denn geschrieben? Was habe ich übersehen? Am Wochenende geil ist ein recht doppeldeutiger Begriff. Da ist die Frage, wer sich hier eigentlich bückt. Die Antwort ist Vans, wirklich am Ende des Tages immer. Das ist einfach so. Das liegt an meinem gebeutelten Kreuz. Ja. Armer Vans. Ja, komm jetzt, machen wir erstmal nochmal eine schöne Abmod, auch wenn wir noch ein bisschen laufen lassen. Ja, ich kann auf jeden Fall schon mal das hier wieder laufen lassen. Und dann mache ich zumindest für YouTube jetzt die Abmoderation. Das war das Vans-Guild News Epic Quiz of Awesomeness im Rahmen des Challenge Saturdays erstmalig. Und ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen und bedanke mich sehr bei den Kandidaten, die sich das angetan haben. Bedanke mich, wie gesagt, bei auf jeden Fall Moni und Fräulein K, also Kati und Moni, für die bedeutende Zuarbeit, die das hier quasi alleine gestemmt haben. Und dann bis zur nächsten Ausgabe davon, wann auch immer die sein wird. Ich bedanke mich, bevor das jetzt hier vorbei ist, natürlich bei Vans für diese unglaublich tolle Moderation und diesen wundervoll lustigen Abend. Und natürlich bei sämtlichen neuen Followern, das dürften um die 15 gewesen sein, sowie unseren 6 neuen bzw. Resubscribern, die sich ebenfalls hier verirrt haben. Wenn euch der Challenge Saturday gefallen hat, dann denkt wie immer daran, das Ganze später auch auf YouTube zu schauen, zu liken, gerne zu kommentieren und auch nächsten Monat wieder einzuschalten. Ende April gibt es dann eine weitere Ausgabe, da auf jeden Fall noch mit einem neuen Format. Und dann gucken wir mal, ab wann wir die Sachen sich teilweise dann auch wiederholen lassen. Wir freuen uns auf jeden Fall, bedanken uns bei den Live-Zuschauern ebenfalls an dieser Stelle und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Gut, das war jetzt für YouTube. Ja, das war für YouTube. Weiß ich genau, wann ich hier abschalten muss.